Guten Morgen aus den Binnen. Guten Morgen. Ja, wir haben richtig Glück hier. Wir haben so eine coole Unterkunft gefunden. Die ist nicht in den Binnen, sondern am Rand. Und ja, ich zeige euch erstmal direkt die Aussicht. Das ist der pure Wahnsinn hier. So schaut's aus. Inmitten von Bergen. Und eigentlich auch sehr leise, wenn nicht gerade da ein Traktor herfährt. Aber sonst richtig im Local Life. Und ja, wir zeigen euch schnell das Zimmer mal kurz. Sieht ein bisschen wüst aus gerade. Hier haben wir eine schöne kleine Sitzgelegenheit. Hier ein riesig großes Bett. Wir haben noch nie so ein großes Bett gehabt. Das ist wohl eine Sonderanfertigung. Das hat der Papa hier vom Besitzer gebaut, selber. Hat er selbst gebaut. Er kennt das wahrscheinlich gar nicht, aber ist egal, wie rum ich liege. Ich passe ganz drauf. Ja, dann haben wir da hinten da die Eingangstür. Die Tür zum Bad. Hier haben wir sogar mal einen Kleiderhaken, also einen Ständer. Das ist ganz schön. Dann haben wir einen Ventilator, sogar elektronisch fernsteuerbar. Und noch eine Klimaanlage. Und das Coole ist sogar hierbei, das hat erst vor 2 oder 3 Wochen oder 4 irgendwie so um den Dreh aufgemacht. Die haben erst ein ganz paar Bewertungen, alles ist noch brandneu, es riecht noch gut, stinkt nicht wie in manchen Unterkünften so schimmelig. Und ja, das ist echt klasse hier. Und das ist unser Badezimmer. 18 Euro. Ja, 18 Euro bezahlen wir am Tag. Und weil es hier kälter werden kann in den Binnen, kann man hier sogar Heizstrahler anmachen im Badezimmer. Und ja, der Boden hier ist auch echt kühl. Das muss man schon sagen. Ne, soweit alles noch ganz schick. Wir sind jetzt beim Frühstück und ja, so sieht es von oben aus, von der Dachterrasse. Ist wirklich mitten hier in den Karstbergen. Und wirklich super schön. Unten findet das ganze Local Life statt. Und wirklich total abseits der Touristen hier. Bei mir gibt es jetzt eine traditionelle Speise zum Frühstück. Das ist einmal Stuffed Pancake. Wirklich stuffed ist da aber nichts. Das ist sowas wie Reispapier, so eine Art, in Öl, ja, gebraten, leicht wahrscheinlich, und dann so kleine Zwiebeln drüber, wie man in Deutschland so vom Hamburger kennt. Ist aber ganz gut. Und dazu hier noch was zum Dippen. Ja, und Jessie wartet noch. Mein Pancake ist jetzt auch angekommen und wir haben wieder den traditionellen vietnamesischen Kaffee. Immer ein bisschen Melone. Und da hinten in den Bergen, da laufen Ziegen. Die haben wir gestern auch gefilmt, blenden wir euch gerade mal ein. Hier eine kleine Karte bekommen. Wir fahren jetzt gleich von hier unserem Homestay zu dem Fluss. Dann werden wir mit einem Boot fahren. Nachher geht es dann wieder zurück. Und von unserem Homestay hier zu einem richtig coolen Aussichtspunkt und einer Höhle. Und ihr hattet jetzt nach unserer Reiseapotheke gefragt. Und das ist sie hier. Ich packe es mal gerade aus. Das ist echt nicht viel. Danke. So. Also wir hatten am Anfang der Reise viel mehr mit und jetzt ist es halt echt nur noch das, weil wenn wir krank werden, dann kaufen wir es halt vor Ort. Ja, hier ein Fiebermesser und Halsschmerztabletten, dann haben wir Kohletabletten, Pflaster, hier sind Ibuprofen drin und das hier ist was gegen Durchfall, das hatten wir aus Bali. Ja, das ist unsere Reiseapotheke, mehr ist es nicht. Ja, und sonst haben wir nur noch ein Erste-Hilfe-Set mit Pflastern drin und so Mullbinden und sowas, das nehmen wir mit, wenn wir unterwegs sind, aber ja, mehr braucht man eigentlich nicht. Und wie Jessie schon meint, überall sind Apotheken, man kriegt alles auch so nach. So, wir haben jetzt hier unsere Mountainbikes eingesackt bekommen. Sind sogar richtig cool, wirklich modernere, gut ausgestattet, vorne sogar Scheibenbremsen und Federung. Und ja, jetzt geht's los, sieht schon hier direkt richtig cool aus mit den Bergen. Und ja, es kommen ein paar Wolken auf, aber ich hoffe, die ziehen gleich wieder weg. Und los geht's! Trang An angekommen und haben gerade unser Fahrrad geparkt. Das hat pro Person bzw. pro Fahrrad 15.000 Dong gekostet und wir sind eigentlich recht früh dran, aber es ist halt Wochenende und hier kommen auch Touren aus Hanoi hin. Und ja, hier ist doch schon recht viel los. Hier vorne ist gerade eine ganze Reisetruppe, ein Bus angekommen und hier hinten stehen auch schon ganz viele Busse. Aber nichtsdestotrotz wurde im Internet überall empfohlen, man sollte eher Trang An machen anstatt Tam Chok. Ist ungefähr dasselbe, man fährt halt durch die Karstfelsen und man nennt das hier trockene Halongbucht. Aber ja, es soll hier nicht so touristisch sein und die Fahrt an sich eigentlich sogar noch schöner. Ja, deswegen sind wir hier gelandet. Das schauen wir uns jetzt mal an. Wir sitzen jetzt in unserem Bötchen, das ist wirklich die kleinste Nussschale, die wir bis jetzt hatten. Also das kleiner geht's echt nicht. Das ist es. Direkt am Wasser hier. Und es wird auch wieder nur gepaddelt, wie ihr da vorne sehen könnt. So, Daniel wird jetzt hier eingestellt. Neuer Job. Ich verdiene mir was hinzu. Wir sind jetzt wieder an einem Ort, wo Kong auch gedreht wurde, Kong Sky Island. Und das sieht echt wieder richtig mystisch aus. Vor allem da hinten wird alles immer dichter. Da kommen Höhlen jetzt gleich, ne? Ja genau, man fährt hier durch Höhlen durch. Und es ist auch jetzt gar nicht so schlimm mit Tourismus. Also vorne sieht man kaum noch Boote, neben uns ist ein Boot. Aber sonst nach hinten auch. Ist wirklich voll okay. Früh genug da gewesen. Damit wir halt nicht oben anstoßen. Das ist echt niedrig. So, wir legen hier gerade an in so einer kleinen schönen Bucht und mussten vom wackeligen Boot runter. Das war schon so eine Aktion. Jetzt haben wir hier einen Stopp von 15 Minuten. Ja. Kann man was essen, trinken, sich umschauen. Jetzt noch mal einen kleinen Stopp hier, weil es viele Affen geben, die einen beklauen, also müssen wir alles festhalten. So, wir sind runter vom Boot und machen jetzt einen kleinen Rundweg nicht, aber wir gehen so einen kleinen Passway hier und auf der anderen Seite holt uns die Frau Wind im Boot wieder ab. Was auf jeden Fall mega ist, dass hier hinten wieder Toiletten sind. Also wir haben ja jetzt schon öfters angehalten und an fast jedem Stopp oder an jedem Stopp ist krabbelte da eine Fliege auf der Linse. Und auf jeden Fall ist es halt mega genial, dass man überall mal auf die Toilette gehen kann. Guck mal, hier vorne haben wir ganz komische Eier gerade gefunden. Die hängen hier direkt an der Wand. Keine Ahnung, was das ist. Wie geil das aussieht. Jetzt haben wir gerade ein Hähnchen bekommen. Wir haben uns sonst hier mit den Sarons geschützt, aber das ist jetzt auch mal gar nicht mal so schlecht. Schaut mal, die Frau hier, die paddelt mit den Füßen. Und sogar noch schneller als unsere Frau. Also wir haben echt die perfekte Zeit abgepasst, denn wir sind jetzt gleich wieder zurück. Und da hinten kommen mega viele Boote. Da sind wir wieder. Es gibt übrigens 2000 Boote hier. Unfassbar. Ja, wir sind jetzt fertig mit dem Essen und fahren jetzt zu einer Höhle und zu einem Aussichtspunkt. Und heute ist das Wetter eigentlich ziemlich angenehm. Also gestern war es zum Beispiel so, dass es mega viel geregnet hat. Den ganzen Tag hat es geregnet, es hat geschüttet und da haben wir auch gar nichts gemacht, da haben wir gar nicht gefilmt. Ja. Und es war wirklich richtig kalt. Das erste Mal in Asien, dass wir richtig gefroren hatten. Ja, kalte Füße. Unglaublich. Das kennen wir gar nicht mehr. Und ja, aber heute ist das Wetter jetzt wieder besser. Es sind jetzt auch ein paar dunkle Wolken da. Ja. Aber es ist dennoch angenehm in dem Sinne. Ja, ne? Also mir ist schon wieder fast noch zu schwül, aber definitiv besser. Ja. Und man kann jetzt auch schön Fahrrad fahren. Wenn die Sonne mal ein bisschen weg ist, da verbrennt man sich nicht direkt. Und ja. Ein paar Büffel entdeckt. Ja. Hoffen wir, dass sie uns nicht rammen. Ja, direkt vor uns. Also, Mission beginnt. Jetzt. Keine Federn mehr. So, der Eintritt hat jetzt 100.000 gekostet. Wir sind sind jetzt fast oben angekommen und die Aussicht ist unbeschreiblich. Das ist echt wirklich Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Fallen einem sonst echt keine Worte für ein. Es ist so schön. Aber Hammer ist, hier oben auf ich weiß nicht wie viele Meter wir jetzt hoch sind, grasen Ziegen oder fressen. Aber die letzten Meter gehen wir jetzt gemeinsam. Vor die Dame. Pure Wahnsinn. Wir sind jetzt ganz oben angekommen. Das sind auch nur noch Steine hier. So spitze Steine. Und da hinten ist so ein mega cooler Drache. Und hier hat man echt den schönsten Ausblick. Ich glaube, deine Mama kriegt jetzt zu viel, wenn sie das sieht. Also die Ziegen können sich auch echt keinen komplizierteren Weg suchen, um frische Blätter zu fressen. Gibt's ja unten gar nicht, ne? Was das Verrückte ist, die Ziegen, die kommen ja hier oben auf die Berge rauf und dann gibt es die Adler und die kicken die erstmal voll runter, ja, und fressen die dann. Hat uns nämlich unser Homestay-Besitzer erzählt. Wir sitzen ja jetzt hier oben und genießen die Aussicht und ganz viele von euch fragen immer, ja, was war denn das Schönste bis jetzt auf eurer Weltreise, und das ist so schwer zu beantworten, ja, weil einfach alles, also ganz viel so schön ist, dass man nicht sagen kann, okay, das ist jetzt auf Platz 1. Ja. Ne? Es ist irgendwie... Ich denke, wenn man fragt, so was war das Schönste im jeweiligen Land, da kann man sich zu äußern, aber so was war das Schönste auf der ganzen Reise, in den ganzen Monaten jetzt, das ist zu viel verlangt, ohne Mist. Aber in Vietnam fühlen wir uns auf jeden Fall sehr wohl. Ja. Ja. Ja, man ist hier auf jeden Fall wirklich willkommen, finde ich. Die Menschen hier sind so extrem herzlich. In den meisten asiatischen Ländern sind sie ja herzlich, aber hier ist das irgendwie nochmal... ganz, ganz, ganz anders. In den Homestays, wir essen zusammen, die Leute flachsen mit dir rum. Selbst wenn sie kein Englisch sprechen, ist es irgendwie so ein Humor zwischen einem, das ist so, ja, das ist ein richtiges Ankommen einfach in den Homestays und auch auf der Straße. Die Leute lächeln noch mehr als in anderen asiatischen Ländern, finde ich jetzt. Und ja, also wir fühlen uns richtig wohl, würde ich sagen. Daniel ist heute der Fotograf. Fragt die Leute immer, ob sie ein Foto haben möchten. Was hat diese Frau mit einer Ente gleich? Jetzt geht's in die nächste Höhle. Und hier ist das Ende. Höhlen sind schon irgendwie faszinierend. Aber wir haben jetzt ganz zittrige Beine, weil wir die Stufen runtergehen mussten. Das Wasser ist voll schön kühl. Echt? Ja. So eine Welle in so einer Höhle, ich habe noch nie gesehen. Hier gibt es erstmal einen Höhlencafé. Auch ganz schön gemacht. Wir haben hier gerade am Hang des Berges was gegessen und ich wollte gerade bezahlen und da sehe ich hier so eingelegte Sachen und Wurzeln und so ein Gedöns. Nicht so special. Und dann gucke ich gerade da oben hin. Da ist da Schlange eingelegt. Wahnsinn. Oh, eklig. Und hier noch so ein Gedöns. Von uns auf jeden Fall eine richtige Empfehlung hier für die Aussicht. Das ist so schön, auch jetzt im Hintergrund. Und jetzt geht's zurück auf die Drahtesel. Was hier am Straßenrand zu kaufen ist, ist auch ganz krass und makaber. Komplett gegrillte oder wie auch immer Ziegen für 350.000 Dong. Wir blenden mal unten ein, wie viel das ist. Aber es war hier gerade die ganze Straße lang und da hinten schon wieder. Sieht echt so makaber aus. Wir sind ja bei uns in der Umgebung angekommen. Und hier vorne ist unser Homestay, das blaue, das Sierra Homestay. Oh, ganz elegant. It's the chef. Yes. Hello. Hello. Hello, Daniel. Jetzt werden wir abgefüllt. Genau, jetzt wird erstmal Reiswein mit den Locals hier getrunken. Cheers. Ja. Ich muss Gestern wurde uns gesagt, er hat 40%. Ich glaube, Jessie hat es vergessen. Echt jetzt? Ja. Liebe Leute, Jessica ist nicht betrunken. Die Folge... Is it rude if I share my tomatoes with you now? No, we love tomatoes. Wir haben Sweet and Sour Tofu, also Tofu süß-sauer bestellt und wir haben nur diese Tofu-Blöcke bekommen. Eigentlich bekommt man kleingeschnittenes Tofu in süß-sauer-Soße. Ja, aber dann kam das. Und das Lustige ist, hier die Tomaten und der Salat obendrauf, die sind nicht dabei gewesen. Aber wir haben einfach nur Tofu bekommen, ohne alles, mit Reis. Und, wir haben heute keine Tomaten mehr. Genau, hier sind ein paar aus San Francisco, genau. Und die haben gerade ihre Tomaten und ihren bisschen Salat hier geopfert für uns, weil sie mitbekommen haben, was hier schiefgelaufen ist. Ist sogar, die fragen nicht einfach, oder? Sie fragen nicht, ob das okay ist, die bringen einfach nur Tofu und alles andere. Süß kommt ihr hier hin und bringt uns dann halt das Gemüse hier drauf. Unglaublich, weil. So, da sind wir nochmal. Weil irgendwie alles schief läuft, haben wir das Tofu, was wir jetzt eben gezeigt haben, umsonst bekommen. Das ist mein Fried Tofu, was ich bestellt habe. Und weil das Sweet and Sour Tofu nicht lieferbar war oder nicht machbar war, haben wir jetzt Korn bekommen, also Mais umsonst. Weil es ähnlich schmeckt wie Sweet and Sour Tofu, so war die Aussage. Aber man muss sagen, es macht satt, weil. Definitiv, auch wenn alles anders ist. Wir haben jetzt noch alle zusammengesessen, haben echt lustigen Abend zusammen gehabt. Wir haben hier viel Bier getrunken, viel Reiswein und grünen Tee. Die meisten haben den grünen Tee noch nicht angepackt. Und den Stichheiler. Genau, und den Stichheiler haben wir noch ein bisschen beworben. Super Ding. Also haben erstmal ein Foto gemacht. Ja, und jetzt geht's eigentlich nur noch ins Bett. Und ja, dann würden wir sagen, bis morgen. Und morgen gute Nacht. Früh raus. Genau, sehr früh. Ciao. Ciao. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, and say Rübe. Rübe. Ja. Good night. Wir sagen ja sonst immer, wir filmen uns wie bei Jurassic Park, aber diesmal filmen wir uns wie bei Kong, weil hier wurde auch ein Teil von dem Film gedreht.